und herzlich willkommen beim MusicStore TV. Man kennt die Situation als Musiker. Ich möchte einen Proberaum-Mitschnitt machen von meiner Band. Ich möchte ein Konzert aufnehmen oder was auch immer. Und das soll natürlich in Stereo passieren. Ich brauche einen Kanal für rechts und einen für links. Und dafür könnte ich jetzt ein kombiniertes Stereo-Mikrofon nehmen. Da sind beide Mikrofonkapseln in einem Gehäuse vereint. Ist aber nicht so eine gute Klangqualität und vor allen Dingen habe ich keinen Einfluss auf die Ausrichtung der Kapseln, weil die ja durch die Bauform vorgegeben ist. Was wäre besser? Zwei Mikrofone zu nehmen, aber da gibt es wieder ein Problem. Nämlich zwei Mikrofone vom gleichen Hersteller, das gleiche Modell, kann es durch leichte Unterschiede der Kapseln, der Abstimmung, dazu kommen, dass das eine Mikrofon minimal anders klingt als das andere. Das ist bei einer richtig hochwertigen Aufzeichnung natürlich nicht wünschenswert. Was braucht man da? Man braucht ein Stereo-Mikrofonpaar, das ab Werk bereits perfekt aufeinander abgestimmt ist. Und sowas gibt es unter anderem von der Firma Behringer. Ich habe es hier vor mir aufgebaut. Das sind diese kleinen Mikrofone, das sind Kleinmembranmikrofone, lustigerweise. Klar, kleine Bauform, Kleinmembranmikrofone. Und die sind speziell für solche Anwendungszwecke da. Man nimmt sie für, wie gesagt, Konzertaufzeichnungen oder auch als Overhead-Mikrofone. Bei Schlagzeugen kann man sie einsetzen. Generell auch sehr gut für Abnahme von Piano und Klavier. Gerne also so akustische Sachen, da können die richtig ihre Leistung voll zur Geltung bringen. Wie bei allen Behringer Produkten, so ist auch bei diesen Kleinmembranmikrofonen hervorzuheben, dass wir ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, nämlich hervorragende Verarbeitungen zu einem unglaublich attraktiven Preis. Und das ist das, was wir als Musiker natürlich haben wollen. Schauen wir uns die Teile mal genau an. Wir haben wirklich hier eine sehr, sehr wertige Verarbeitung und gute Komponenten sind verbaut. Unter anderem auch hier zu sehen an den vergoldeten XLR-Buchsen für eine gute Kontaktaufnahme. Hier übrigens noch ein kleines Feature, das sie haben. Ich habe auch noch einen Hochpassfilter und eine minus 10 dB-Abschwächung, die schaltbar ist, sodass ich auch für verschiedene Aufnahmesituationen gewappnet bin. An Zubehör wurde auch nicht gegeizt. Ich habe hier für jedes Mikrofon eine Mikrofonklemme und einen Windschutz und dann noch für beide gemeinsam die Stereo-Schiene, die ich an meinem Mikrofonständer befestigen kann und dann die Mikrofone daran perfekt für die Stereoaufnahme ausrichten kann. Ja, mein Fazit zu dem Behringer C4 Kleinmembranmikrofon. Hier kriegt man wirklich alles, was man braucht für eine professionelle Stereoaufzeichnung und das zum attraktiven Preis. Den erfahren Sie wie immer auf unserer Homepage www.musicstore.de. Da gibt es auch die technischen Daten und einen Koffer. Den gibt es auch noch mit dazu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.